Chilltourenbahnen, die haben zwar eine gute Mechanik, aber die Mechanik alleine fährt nicht einfach bergauf und ab. Für das braucht es auch Steuerung und die entsteht hier bei uns im Werk. Die Luftseilbahn Stachelberg-Mühren, die ist ja sehr, sehr steil und die verfügt über ein ziemlich spezielles Bremssystem. Dann kommt dazu, dass die Anlage einen Verladeroboter hat, dass man Container unter die Kabine hineinhängen kann. Der Verladeroboter hat auch Kommunikation mit unserer Steuerung und das ist einfach noch nicht da gewesen. Wir reden hier bei so einer Seilbahnsteuerung von rund 1300 bis 1500 Diagnosemeldungen, sprich Warnungen, Notfall, alles Mögliche. Und jedes von diesen Sicherheitskriterien muss Minimum einmal geprüft werden, bevor die Anlage jemals irgendwo in den Reib aufnehmen darf. Und genau aus diesem Grund bauen wir hier im Testraum alles aufbauen, dass man möglichst viel schon testen kann an dieser realen Steuerung, bevor das überhaupt jemals auf den Platz kommt und in Betriebssetzung anfängt. In Betriebssetzung ist es in Betrieb von all diesen Teilsystemen, die so eine Seilbahnanlage bietet. Wir testen die Funktion selber von diesem Teilsystem. Das heisst, wenn ich den Schalter drücke, passiert das, was ich will. Und so kommt jedes Teilsystem nach dem anderen zu laufen, bis du am Schluss eine voll funktionsfähige Luftseilbahn hast.